Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal mit Don Matteo unterwegs. Dieses Mal ein spezielles Video. Ich habe die große Freude, euch einen Einblick in ein Strecken-Update zu geben, das noch in Überarbeitung ist im Moment. Aber ich darf mal so einen kurzen ersten Einblick euch vermitteln und deshalb heißt dieses Video jetzt Don Matteo präsentiert, eine Erkundungsfahrt auf der GBE-Strecke Trier-Gerolstein, welche aktuell von User 99245 aus dem RailSim-Forum überarbeitet wird. Ich darf Sie kurz mal vorstellen in einem kurzen Abschnitt, dass man so einen ersten Einblick erhält, was da Grandioses geleistet wird. Die Strecke ist ja in der Urform nicht so beliebt. Ich sage jetzt einfach von der Ausgestaltung her und so etwas mager ausgefallen, aber ihr werdet staunen, was User 99245 da hingezaubert hat. Also es ist wirklich grandios und ich freue mich sehr, dass ich das vorstellen darf. Wenn ich da kurz schon mal einen Schwenker mache, ihr seht, die Vegetation ist viel lebendiger, viel lebhafter, viel intensiver. Wir haben wunderbare Bäume, wunderbare Sträucher, wir haben eine neue Gleistextur. Also das macht jetzt wirklich Laune, darauf zu fahren. Wir haben die 643 als Triebfahrzeug von Rail Traction, die wir gleichzeitig auch noch kennenlernen. Und wir fahren eben auf dieser Strecke von Kilburg nach, ja, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber ich sehe es dann im Fahrplan. Da können wir dann schauen, diese kurze Sequenz. Ja, die Strecke selber ist ja auch als die Eifelstrecke bekannt. Sie geht im Ursprung von Hürth-Karlscheuren über Euskirchen, Kall, Gerolstein, Bitburg, Erdorf nach Erang und dann schlussendlich nach Trier. Das zur Strecke und diesen Teil, den wir da jetzt fahren, das sind rund vielleicht etwa so 25 Minuten. Wir haben keinen Fahrplan, das ist gut so, dann haben wir auch etwas Zeit, an den einzelnen Stationen kurz einen Ausblick zu machen, wie sich die Strecke eben verändert hat. Ich würde sagen, wir starten mit dem Aufrüsten und dann geht es auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Erkundungsfahrt auf der Strecke vom Trier-Gerolstein Remastered. So, machen wir die Blende hoch da. Wir schalten unseren Fahrführerstand ein, öffnen mal die Türen, dass da auch die Leute mitfahren können und das auch sehen, was da alles geändert hat. Ich starte den Motor, genau. Ich mache da auch Instrumentenlicht an. Die PZB schalte ich ein. Die SIFA schalte ich aus, weil die SIFA ist im Moment etwas mühsam, wenn ich denn da noch draußen bin und etwas zeigen will und ich denn da immer an der SIFA die Aufmerksamkeit schenken muss. Ich muss da kurz noch meinen Zug bestätigen, sonst kann ich nämlich nicht fahren. So. Dann sind wir soweit aufgerüstet. Wir machen noch das Spitzenlicht ein, so. Den Richtungswender nach vorne. Die PZB leuchtet. Das ist auch gut. Das sind nicht animierte Displays. Das ist eigentlich so. Dann schließen wir die Türen. Und dann würde ich sagen, geht's los auf der neuen überarbeiteten Strecke Trier-Gerolstein Remastered. Also es macht echt Laune, wenn man da
jetzt auf so einer schönen Strecke fahren darf. Ich tue mich dann mal befreien. Und dann gehen wir da eben von Kilburg weiter über Bitburg, Hüttingen, sorry, Philipsheim, Speicher nach Au an der Kill. Das ist dann unsere Endstation. Und bis dahin gibt es wirklich viel zu sehen, was sich da getan hat. Auch hier, wenn man da jetzt so rauskommt, das blüht und ist in einer Pracht. Also das ist echt klasse geworden. Und auch die Vegetation links und rechts vom Gleisbett. Also echt wirklich toll. Es ist noch eine Beta, wie gesagt, der User 99245, der arbeitet noch daran. Und wenn man da so am Arbeiten ist, und ihr seht ja, wie intensiv dass das jetzt ausgestaltet worden ist, dann sieht man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und deshalb kann es immer wieder das eine oder das andere geben, das halt dann noch beim immer wieder Durchfahren auffällt, was man noch ändern will oder ändern muss. Ja, ihr seht, das ist wirklich toll gemacht. Mit diesen Birken, die gefallen mir besonders, die Birken, die da eingesetzt sind. Dann rein ins Gewölbe. Jetzt nicht so viel zu sehen, aber das gehört halt auch dazu. In dieser Strecke hat es ein paar Tunnels. Die ganze Strecke ist übrigens so, also wenn sie von Hürth-Karlscheuden bis nach Erang betrachtet, ist sie so rund 164 Kilometer. Ist auch Normalspur, 1435 mm. Also, ja. Hat eingleisige Abschnitte und hat aber auch zweigleisige Abschnitte. Und hier für den Train Simulator abgebildet ist ab Gerolstein bis hinunter dann nach Trier. So, jetzt kommen wir dann wieder raus aus dem Tunnel. Schon da der Anblick, das ist einfach gewaltig, wenn man da jetzt rausfährt. Es ist 17:45 am Abend, Sommer, und da ist es wirklich eine Pracht. Das so sieht. Mit viel Liebe das Ganze dekoriert da. Die Gleise, Flächen links und rechts etwas austexturiert. Neue Bäume gesetzt, ausgetauscht. Das macht wirklich Laune. Man hat wirklich das Gefühl, man sei da mittendrin in dieser Landschaft. Ich habe die ZZ da jetzt nicht eingestellt. Ja, die kann ich dann am nächsten Bahnhof sonst noch kurz einstellen. Es gibt ein Zugsziel für Trier Hauptbahnhof. Auch wenn wir nicht bis dahin fahren.
Fahrgastansicht habe ich hier keine. Ich muss mich also mit der Führerstandsaussicht hier zufrieden geben, aber das ist ja gewaltig, was man da sieht. Und wirklich kaum wieder zu erkennen, was da alles geändert wurde. Und eben da diese Birkenstämme, das ist so cool, wie man das da zwischendrin sieht. Dennoch aufs Signal achten, dass man sich denn da vergisst in der Hitze des Gefechtes. Bitburg, unser erster Halt. Auch da die Fernsicht, schön bewaldete Hügel, alles wirklich mit Grünzeugs versehen, das ist wirklich extrem toll gemacht. Und eben auch die Gleise ausgetauscht, das macht halt auch schon sehr viel aus. Da haben wir noch so ein schönes Wartehäuschen. So, dann halten wir da mal. Lassen die Gäste einsteigen. Na, willst du wohl? So, jetzt ist gegangen. Kurz mal nach draußen und schauen. Man sieht eben da auch so, nicht, dass es so einfach da ist. Man sieht das alles wirklich mit Liebe ausgestaltet. Das macht halt sofort etwas aus, wenn man da noch etwas so Wildwiese hinpflanzt oder so. Oder da auch. Wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. So, ich stelle jetzt da noch kurz mit Shift und 0 bzw. Shift und Plus am Nummernblock kann ich da noch kurz die ZZA einstellen. Wir haben da ein Ziel, das da heißt Memmingen, Kempten, da. Wir nehmen den Area 12 nach 3. Auch wenn es jetzt nicht ganz passt, aber das spielt ja keine Rolle. Wir schließen die Türen wieder. Genau. Gehen Sie Nullstellung und fahren weiter. Das wäre der erste Halt gewesen. Hüttingen ist die nächste Station. Schauen wir, was dort alles auf uns wartet. So auszufahren, da wenn es wirklich so lebt. Ich bin echt begeistert. Wir dürfen ja mit 60 ausfahren. So cool, wirklich cool, wie das da gemacht ist.
Von der Performance ist es recht flüssig. Also ich habe da jetzt, wenn ich da kurz schaue, rund 47 FPS. Also das ist also wirklich sehr, sehr flüssig. Und na gut, dass es nachladen muss, das ist ja klar. Und wenn es halt dann etwas mehr üppige Vegetation hat und dann eben auch so gut ausgestaltete Vegetation, dann braucht das halt seine Zeit kurz. Aber schaut mal, wie das da wirklich realitätsgetreu wirkt. Dann gehen wir da wieder rein ins Loch. Ja, es ist schon noch so anspruchsvoll mit 80 dadurch das Gelände zu brausen. An den Gleisen selbst, an der Überhöhung oder so, wurde vermutlich nicht so viel gemacht oder nur etwas, wo man etwas machen konnte. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach im Nachhinein da Überarbeitungen zu machen am Gleis selber. Das Austauschen ist das eine, aber eben Anpassungen an die Kurvenüberhöhungen und so, da muss man dann aufpassen, dass man eigentlich die Strecke nicht bis zum Schluss dann sogar unspielbar macht durch zu viele Veränderungen. Aber das sieht also echt klasse aus da. Echt klasse. Hüttingen. Auf der Eifelstrecke. Ja, dann halten wir da mal, öffnen die Türen. Da hinten sind sie auch. Ne? Fliegen mal wieder kurz da übers. Genau, da. Etwas Bach. Es hat noch etwas. Ihr seht da die Simulationsbäume, also die nicht die 3D, die 2D, die sich dann einfach mitdrehen, aber es hat auch 3D-Sachen mit dabei, die ihr das schön sehen könnt. In einem guten Mix finde ich das wirklich toll, wenn man das so gut kombinieren kann. So, dann würde ich sagen, geht's weiter nach Philipsheim. Da auch hängt etwas über die Mauer runter. Dem AP-Wetter zusammen ist es natürlich eine wunderbare Kombination. Schaut mal, wie das wirkt. Also das wirkt wirklich, wie wenn man jetzt da direkt im Führerstand säße und
live da die Strecke runterfährt. Also es macht wirklich echt Laune. Schon in früheren Videos angetönt, mein Blickwinkel ist der, der aus dem Führerstand möglich ist, und das, was ich da jetzt vom Führerstand aus sehe, das ist ja wirklich grandios. Klar kann man da rausfliegen, in die Höhe fliegen und schauen, wie man da durch die Landschaft fährt, aber schaut man auch da die ganze Bewaldung. Das ist ja wirklich phänomenal. Und auch das Farbenspiel der verschiedenen Bäume. Da ist viel, viel, viel Arbeit hinten dran, wenn man da so hinsitzt und das alles austexturiert und Bäume pflanzt und ja. Also ich hätte die Geduld vermutlich nicht. Chapeau vor all diesen Leuten, beziehungsweise jetzt hier im Speziellen von 99245, der uns diese wunderbare Überarbeitung am Machen ist. Ich bin überzeugt, mit dieser Überarbeitung werden wir dann eine weitere Strecke haben, die wieder etwas mehr im TS gespielt wird. Weil es hat einfach wirklich viel mehr Laune macht. Genau. Ich weiß, es ist ein Wiederholer, man müsste den nicht bestätigen, aber mir hat man einmal gesagt, man bestätigt Signale und nicht Magnete. Deshalb drücke ich da kurz einfach auch die Bestätigungstaste, die Wachsamkeit. Habe ich übrigens auch schon in Videos gesehen von echten Triebfahrzeugführern, dass die ebenfalls so Signalwiederholer auch bestätigen. Philippsheim, unser nächster Halt. Kilometer 138,6. Sehr schön, das Zwischenstück zwischen den beiden Gleisen ist überwachsen mit so einer Wildwiese. Das ist eben das, was ich meine, das macht so viel aus. Im Gegensatz, wenn man manchmal etwas bei anderen Streckenbauern sieht, da hat es noch etwas Material zwischen den Gleisen. So, wir halten da mal. Öffnen die Türen. Steigen gleich wieder aus. Genau, auch da. Häuschen, Fahrkartenautomaten, schöne alte Gebäude. Und da eben auch verschiedene Pflanzen zwischen den Gleisen. Oder da eine gemütliche Runde am Grill. Umgeben von wirklich viel Grünem.
mächtige Hütte, schöne Bäume da, die Schatten geben. Ja, es ist einfach schon nur der Ausblick da. Es ist einfach schön. Sorry, wenn ich da etwas übertreibe mit Schwimmen, aber es gibt halt einfach auch anderes. Und das wollte ich eigentlich vorhin sagen, auch bei RSSL-Lohrstrecken, wenn die frisch rauskommen. Das ist eben das, was ich meistens dann nicht verstehe. Jetzt einfach kurz schauen, dass ich nicht über die 40 komme. Dass man sich nicht zu Beginn schon etwas Mühe macht, die Gleisbette richtig austexturiert, sei es mit einem Schotterbett oder eben auch mit ja, wie hier jetzt einfach links und rechts bepflanzt und sie nicht einfach so auf eine grüne Fläche auflegt, die Schottergleise, das wirkt dann immer so unnatürlich. Und hier hat man jetzt wirklich das Gefühl, man fährt wirklich 1:1 auf dieser Strecke. Speicher, unser nächster Haltepunkt. Da gibt es ja dann auch so ein schönes Bahnhofsgebäude, ein altes. Weil die Strecke an sich ist nämlich sehr interessant. Klar, es ist halt eingleisig. Da nicht viel KI, der einem entgegenkommt, und wenn dann was entgegenkommt auf der eingleisigen Strecke, dann ist dann schon etwas nicht gut. Also dann möchte ich jedenfalls nicht dabei sein. Auch da Brücke mit, wirklich schön gemacht. Aber das tut ja zwischendurch auch gut, wenn man auf solchen Strecken fahren kann. So in Abwechslung zum Schnellfahrdienst oder zu den Fernfahrstrecken da, wo man einfach über lange Zeit immer so 160, 180 oder sogar noch schneller fährt. Schranke, das ist ja gut. Speicher. Einfach herrlich, ja. Herrlich das Bild, wenn man da jetzt so reinfährt und es lebt richtig, das ist eben das, was ich auch immer so für mich sage, das ist kein da, gut, das ist eine 2D. 2D Baumgruppe, die etwas in der Luft hängt. Ich
gesagt, das ist noch in Arbeit und da hat es halt immer noch das eine oder das andere, das einem dann nach stundenlangem Arbeiten nicht mehr auffällt und man es dann erst wieder sieht, wenn man später noch einmal durchfährt. Da hier ist jetzt eben, sorry, das sehr imposante Gebäude von Speicher. Da auch mit Gleissperren, wirklich toll gemacht. Und dann überwachsene Gleise, die da nicht mehr so benutzt werden. Ist auch cool, dass man so etwas sieht. Dann hier drüben auch Fahrradunterstände mit etwas Begrünung. Ja. Ist einfach toll und auch da die Recyclingstellen für den Restmüll, fürs Papier und was heißt Verpackung. Und wir haben schon wieder den Fahrgastwechsel abgeschlossen. Dann machen wir uns auf zum letzten Haltepunkt Au an der Kill. Halt eben wirklich viel aus, wenn der begrünte Teil auch etwas gemischt ist und nicht alles immer die gleichen. Das sind übrigens da Weichen, gehe mal davon aus, dass das für die Beheizung der Weichen ist im Winter. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass es hier auch Schnee gibt im Winter. Dann sind ja gerade Weichenteile noch eine diffizile Sache, wenn die sich dann nicht schalten lassen, kommt es sofort zu Streckenunterbrüchen und Bahnersatzdiensten. Das ist ja auch etwas, das mühsam ist, wenn man da so schnell Bahnersatz aufbieten muss. Wir haben da auch ziemliche, ich sage jetzt mal so Achterbahnmodule mit drin in der Strecke. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Wirklichkeit auch so ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man da zu schnell kommt. Ja. Man dann vielleicht leicht neben der Trasse weiterfährt. Also was man da bis jetzt sieht, ist wirklich klasse. Hier mal an den Upgrader 99245 Klasse, was du hier gemacht hast bis jetzt. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin gutes Gelingen und auch den nötigen Durchhaltewillen, das so weiterzuziehen. Weil wie gesagt, das ist nicht einfach so kurz mal hingeklatscht, da braucht es dann schon Stunden, das Ganze zu positionieren und zu schauen. Und ja. Auch gerade wenn man zum Beispiel in Gleisnähe irgendwie Bäume setzt oder so, dass man dann nicht die Bäume in der Lok hat, im Profil da, so wie jetzt da, muss man dann schon auch immer aufpassen, dass man die etwas zurücksetzt. Arbeit.
Halter waren. Ja, dann nähern wir uns dem Ziel von diesem kurzen Ausflug oder dem kurzen Einblick in die Überarbeitung der Strecke Trier-Gerolstein von GBE, welche durch den User 99245 überarbeitet wird und daraus dann die Remastered-Strecke geben wird. Man braucht natürlich die Originalstrecke von GBE, damit dieses Upgrade dann auch funktioniert. Deshalb empfehle ich euch, schaut, wenn es im Sale oder was möglich ist, legt euch diese Strecke zu und zusammen mit dem Upgrade habt ihr dann eine wunderbare neue Strecke, die wirklich Spaß macht zum Fahren. Noch raus, da in Au an der Kill, da habe ich gesehen auch hier das Wartehäuschen schön zurecht gemacht, auch wieder mit Bewachsung zwischen den Gleisen und einfach rundum stimmiges Grünzeug. Das macht wirklich Spaß. Ja, und mit diesem Eindruck würde ich das Video schließen. Ich danke, dass ihr meine Gäste wart. Ich danke auch, dass ihr Interesse gezeigt habt für dieses Update bzw. Upgrade. Und ich würde mich freuen, wenn es dann soweit ist, wenn möglichst viele sich diese Streckenverschönerung annehmen würden. Das macht wirklich Spaß. Herzlichen Dank. Alles Gute, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Don Matteo.